Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute basteln wir, wie versprochen, die Buntstifte. Und hier seht ihr alles, was wir dazu brauchen. Einen Seitenschneider, einen Kleber und bunte Cake-Pop-Stiele. Zahnstocher und Buntstifte in den gleichen Farben wie die Cake-Pop-Stiele. Warum wir diese Cake-Pop-Stiele nehmen, seht ihr hier. Die haben nämlich genau die richtige Dicke, damit Playmobil-Figuren sie in die Hand nehmen können. Als erstes zwickt ihr mit dem Seitenschneider ein etwa 1 cm langes Stück vom Stiel ab. Danach zwickt ihr ein Stück vom Zahnstocher ab und klebt das dann so in den Cake-Pop-Stiel hinein. Nachdem das getrocknet ist, schneidet ihr die Spitze noch etwas ab und schneidet es auch hinten schön bündig zu. Wer es besonders schön haben möchte, kann das hinten dann auch noch mit einer kleinen Feile schön glatt feilen. Jetzt nehmt ihr einen Filzstift in der gleichen Farbe wie der Stiel und malt dem Stift noch eine farbige Spitze auf. Und schon ist der erste Stift fertig. Wir haben jetzt gleich noch 3 weitere Stifte gemacht. Und jetzt möchten wir für die Stifte noch ein passendes Mäppchen haben und das basteln wir jetzt. Dazu braucht ihr ein Stück Wellpappe, ein Klebeband und eine etwas dickere, durchsichtige Folie, wie zum Beispiel von einem Schnellhefter. Damit ihr wisst, wie groß ihr die Wellpappe zuschneiden müsst, könnt ihr die Stifte schon mal probeweise drauflegen, die Schnittkante einzeichnen und dann alles ausschneiden. Jetzt wickelt ihr schon mal die Folie um das Stück Wellpappe und zwar so, dass oben und seitlich noch ein gutes Stück übersteht. Wenn ihr das dann so ausgeschnitten habt, dann klebt ihr die Folie mit Klebeband an der Rückseite der Pappe fest. So sollte das jetzt aussehen. Dann legt ihr die Stifte drauf, wickelt die Folie drumherum und schneidet alles Überschüssige seitlich ab. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch seitlich und unten mit Klebeband zukleben. Und oben vorne ein Stück Folie abschneiden. Damit das Mäppchen dann so aussieht, dann könnt ihr den Deckel zuklappen und zum Beispiel mit einem Lumband befestigen. Wenn ihr letztes Mal schon bei den Notizbüchern mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt ein schönes Schreibset für eure Playmobil-Kinder. Und ihr könnt das schön im Kinderzimmer dazulegen oder ein Geschenk für ein Playmobil-Kind draus machen oder in der Schule verwenden. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Besucht uns gerne auch mal auf Instagram. Den Link dazu setze ich euch in die Videobeschreibung. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!